Wenn Sie dem Schwäbischen nicht so ganz mächtig sind, dann will die Kehrwoch-Mafia jetzt am heutigen Abend mit Ihnen eine kleine Schwäbisch-Lektion machen. Wir wollen Sie ein bisschen in Schwäbisch unterrichten. Es gibt jetzt kein Tutti Frutti mit Hugo und Ego und Balder, sondern es gibt eine Schwäbisch-Lektion von und mit Buddy Bosch und Stecki Steckroth. Viel Spaß mit unserer Kehrwoch-Mafia. Schönen guten Abend, Donsdorf! Sind wir gut drauf? Yeah! Are you ready to rock and roll? Yes! Was soll denn der Blödsinn jetzt? Wieso schwätzt du mit den Englisch? Das sind doch Schwaben hier in Donsdorf. Ha! Rock'n'Roll kommt doch aus Amerika. Das darf man doch auf Englisch sagen. Unglaublich, oder? So ein Blödsinn! Donsdorf, woher kommt der Rock'n'Roll? Aus dem Schwabenland, genau, richtig. Aber sehr schon, Bar guckt ganz kritisch. Ich glaube das nicht, gell? Pass auf, wie beweise ich das? Das war nämlich so. In den 50er Jahren sind ein paar amerikanische Produzenten zusammengesessen und haben gesagt, wir brauchen mal wieder eine Musik, wo es richtig abgeht, wo man tanzen kann, wo man feiern kann, wo man richtig Party machen kann. Aber denen ist einfach nichts eingefallen. Dann haben sie gesagt, Mensch, wir gehen zu den Schwaben. Das sind Gescheitle, das sind Tüftler, Cleverle, denen fällt bestimmt was ein. Also sind die in Schwabenland geflogen und da sind sie am Flughafen angekommen, da sind sie das erste Mal nach Donsdorf gefahren. Wenn sie sagt, ja, wie kommt mir jetzt auf eine neue Musik? Und da sind sie so durch die Straße gelaufen in Donsdorf und da sind sie an einem Haus vorbeigekommen und da ist ein Fenster aufgestanden. Jetzt war das so, da haben die gehört, wie eine Frau zu ihrem Mann etwas gesagt hat. Das Problem war jetzt, das waren die Amis und die haben kein Schwäbisch verstanden. Was die jetzt gemeint haben, was sie hören, war nämlich folgendes. Was soll das heißen? Ist doch Blödsinn, das heißt weder im amerikanischen etwas, nur im schwäbischen. Weil die Frau hat nämlich ihrem Mann eine ganz klare Anweisung gegeben. Die Frau hat zu ihrem Mann nämlich folgendes gesagt. Wasch Babe du ab, den Laben nimmst du. Merkt ihr was? Ist der Hammer, gell? Ja, so war das. Das war wirklich so. Das hört man ganz deutlich. Wasch Babe du ab, den Laben nimmst du. Also auf Hochdeutsch, wasche mein Papa du ab, das Putztuch nimm dazu. Von den Nichtschwaben. Ja, so war das. Und damit ihr jetzt heute Abend auch ein bisschen etwas mit Häuben, damit ihr ein bisschen etwas lernen könnt, nachdem wir das jetzt mal ein bisschen vertiefen miteinander. Also ich zeige nicht, heile jetzt mal den Saal virtuell auf. Da haben wir die rechte Seite von mir aus gesehen. Die darf jetzt gleich einmal singen. Wasch, Babe, du ab. Und die linke Seite. De Labbe nimmst du. Also ganz einfach. Wasch, Babe, du ab. De Labbe nimmst du. Und da der Rock'n'Roll ja aus Donsdorf kommt, weiß ich genau, mir schaffe ich das. Ich zähle jetzt mal ein und dann angelt ihr an. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier! Naja, die linke Seite ist jetzt schon ein bisschen stärker gerade, aber ich weiß, das schafft mir. Wir probieren das nochmal. Ihr zeigt es denen, oder? Wir geben jetzt alles. Ich zähle ein. Und ich weiß genau, das kommt jetzt volle Pulle. Donsdorf! Eins, zwei, drei, vier! Sie lassen es sich nicht so leicht nehmen, aber ich merke schon, das schaffen wir. Wir machen es jetzt so, wir spielen das schwäbische Originalwerk heute Abend für euch. Ihr kennt die Fälschung, die englische, von daher wisst ihr, wann ihr dran seid. Und wir machen das jetzt einfach und es ist so, bei der Kehrwoch-Mafia gibt es eine Regel bei dem Lied. Wir machen das Lied also immer so lang, bis wir beide das Gefühl haben, jetzt hat es jeder. Also nachfolgende Sendungen könnten sich geringfügig verschieben. Ihr habt es in der Hand, aber Donsdorf, ich weiß, wir packen das. Ich zähle ein, ihr fangt an, wir machen weiter. Eins, zwei, drei, vier. Schrubi, schrubi, zack, die Muri. Schrubi, schrubi, zack, die Muri. Schrubi, schrubi, zack, die Muri.
Schwubi, Schwubi, sagt die Mutti. Schwubi, Schwubi, sagt die Mutti. Don't stop! Von meinem Bier steht der Besser. Der letzte Woche ist der Besser. Von meinem Fliegen steht der Besser. Der letzte Woche ist der Besser. Nachbare Zeit, lass mir mal Ruhe. Kehrbruch, Kehr, teile mal zu. Schwubi, Schwubi, sagt die Mutti. 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 Don't stop! Der ganze Dreck, der muss jetzt raus. Wie sieht's denn aus? Der ganze Dreck, der muss jetzt raus. Wie putzt die Küchen aus? Der Wasch machst du, aber wenn da große Schrubber dazu gibt. Schrubbe, Schrubbe, sag die Mutti. 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 Don't stop! Schwiegermutter und sag hoch zu, der Trott war kehrt bei Aude zu. Schrubi, Schrubi, sag die Mutti. 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 Don't stop! Schrubi, Schrubi, sag die Mutti. 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 Ich glaub, sie hängt's. Dankeschön. Die Kehrwoch-Mafia und meine Damen und Herren, wer es immer noch nicht verstanden hat, wir bieten Ihnen jetzt zumindest für die Gäste im Saal einen Schwäbisch-Intensivkurs gleich im Anschluss an diese Sendung bei uns hier in der Halle an. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei diesen Vollblut-Schwaben, anders kann man euch überhaupt nicht nennen, und wir entlassen euch mit unserem Narrenruf. Auf euch, ein dreifach donnerndes Donsdorf! Hello! Kehrwoch! Hello! Schwaben! Hello! Und einen Ausmarsch für Buddy Bosch und Stecki Steckrot von den Lachertrabern aus Donnstadt!